Ich bin Marc Benecke, ich bin Kriminalbiologe. Willkommen bei Stichpunkt TV. Gut, dass ihr mich seht, was hier gerade um uns herum ist. Nicht benutzt wohl, weil der Wasserhahn kaputt war oder das sonst irgendwas. Gewaschen wurde, ja. Dann stellt sich raus, die Frau hat sich nicht geduscht. Die Frau hat sich halt nicht gewaschen. Also es war eine Person, die sich halt nicht so gewaschen hat. Also mal das Gesicht, mal die Hände und so. Ja, genau. Und jetzt guckst du so, weil das ist in unserer Lebenswelt nicht vorhanden. Und das ist genau das Problem. Dass man so weit gar nicht um die Ecke denkt. Da kommst du nicht drauf. Ja. Du musst mit den Leuten reden. Und das ist auch das, was du vorhin fragtest. Ich habe vielleicht keine Sozialkompetenz. Aber ist Bademeisterin, die badet immer auf der Arbeit. Duscht immer auf der Arbeit. Könnte auch sein, ja. Da bin ich ganz nah an der Quelle, kannst du mich nächstes Mal anrufen. Bist Bademeister? Nee, Schwimmlehrerin. Ach ja, stimmt. Ach ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Ja. Ah, Mensch. Duscht auf der Arbeit. Benutzt du eigentlich auch diese Fußbrause, wo dieses Anti-Fußpilz? Die gibt's nicht mehr. Weil sich da Resistenzen gebildet haben. Ne? Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht genau warum. Ich fand die als Kind immer cool. Hattest du schon mal Fußpilz von der Arbeit? Nee, ich bin da, glaube ich, resistent, weil ich da so viel rumrenne. Aber ich stelle jetzt hier die Fragen. Ach so. Bam! Nein, ich wollte dich tatsächlich nochmal, ich könnte dir stundenlang zuhören, aber ich wollte trotzdem nochmal tatsächlich was zu den Tattoos fragen, wie das anfing bei dir. Wenn du erzählen möchtest. Ja, es gab einfach, also die Jüngeren, Raff, kennen das jetzt nicht, aber es gab hier einfach einen Laden, da waren so japanische Tattoos im Fenster, so ausgeblichene Fotos. Boah, ey, keine Ahnung. Also als ich es bekommen habe, war ich 18, ne, oder so, aber die habe ich halt vorher gesehen. Das war in der Schaßmannstadt, das war der einzige Laden, den es gab. Elektrische Tätowierungen, der Dieter und die Anke. Gibt's nicht noch? Ja, gibt's noch. Ja, ne? Klar. Und ja, in Köln. Warst du immer schon in Köln? Hast du immer schon in Köln gewohnt? Ja, also ja, seit ich 2 Jahre alt bin oder so, ja. Und also das gab überhaupt gar keinen anderen Laden. Also das war auch so, ich kann das jetzt nicht so richtig erklären. Also man konnte sich, oder ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es überhaupt noch einen anderen Laden gibt, so wie auf der ganzen Welt oder so. Also das war halt der einzige Tätowierer. Ja, wie gesagt, kein Internet, nichts. Ne? Und bin ich dann einfach hingelatscht. Und die haben natürlich dann auch so geguckt, so, ne? Ich meine, was will denn der? Und haben es dann halt so gemacht, und so, ja, zahlst du erstmal was an und dann kommst du nochmal in 2 Wochen wieder, so die üblichen Tests, die man früher gemacht hat. Ja. Nee, das haben die nicht gesagt. Nee, nee. Ja, aber das war so. Das war die Idee, genau. Genau. Und so habe ich das einfach gemacht. Also für mich war das total normal. Also Was war es denn? War sie für so eine Echse? Nee, um Gottes Willen, so eine Scheiße produzieren die nicht. Das war so ein Bahnhofstätowierer, der wirklich, also wirklich das Schlimmste, was nur geht. Also der ein echter Scratcher. Da warst du noch nicht so akribischer, offensichtlich. Oder ist es, ich fand das ganz lustig. Nee, ich fand das eigentlich ganz lustig, weil ich hatte noch nie von so einem, in der Umgebung, also wirklich in so einer Drecksbude am Bahnhof, das fand ich schon auch cool irgendwie. Also das war lustig und ich habe auch sehr viel gelernt. Also das war auch das erste Mal, dass einer mal so ein bisschen diese ganzen OK-Sachen erzählt hat, zu organisierten Kriminalitätssachen oder so. Da hat er irgendwie Bock gehabt, das mal zu erzählen, weil der wurde von den harten Jungs mal sehr gefickt und konnte natürlich logischerweise nichts machen, aber hat dann so mal ein bisschen was erzählt und das war ganz interessant eigentlich. Okay. Und so gesehen hat die sich gelohnt. Also die ja, hat die weitergebracht auf dem, ja, genau, weil ich mal Richtige. Wieder zugehört habe. Ja, genau. Zuhören ist sehr wichtig, das stimmt. Und so ging das dann weiter. Also ich denke, hast du denn nach dem ersten schon angefixt, sag ich mal? Nee, für mich ist das normal. Ich kann mir gar nicht, also ich kann mich im Selbstbild gar nicht vorstellen ohne die Tattoos. Also das ist so, was ja immer so kitschig manche Leute früher gesagt haben, der Tätowierer, der malt ja nur das drauf, was da sowieso schon ist. Nur man kann es vorher noch nicht sehen, sozusagen. Ja. Ne? Ist jetzt natürlich symbolisch gemeint. Aber Symbolik. Aber das denke ich mal, das ist so. Also wenn das zu deinem Körperbild passt, zum Beispiel meine Frau hat kein einziges Tattoo. Mhm. Ja, da habe ich auch schon so ein bisschen geguckt. Ja, ist schon. Und das gehört halt nicht zum Selbstbild, Self-Image dazu und fertig. Also, aber ja. Ich denke, bei uns gehört das einfach dazu und so, fertig. Ja. Wie gehst du denn an die Motivfindung ran? Du bist da, glaube ich, relativ spontan. Ist mir egal, ja. Ist hier voll ich lasse sie ganz oft machen. Also wenn es jetzt jemand ist, den ich kenne, zum Beispiel 2 Comiczeichner, die Sarah Burini und der Phil, aus Berlin und aus Köln. Die Sarah Burini, die hat so eine Butterblume, das Glückspony. Da habe ich dann halt gesagt, komm, setz dich mal hin, das im Oberschenkel, mal skizzier es einfach mal drauf. Und dann hat sie halt mit dem Stift das so skizziert und der Tätowierer hat dann lustigerweise aber auch die ganzen Probierlinien mitgemacht, sodass das jetzt wirklich wie diese Skizze aussieht, wo man richtig sieht, das ist super. Ja, cool. Und der Phil hat es in irgendeiner Pizzeria in Berlin gemacht, da gibt es so der Fernsehturm heißt Alex im Comic. Geil, und ich kenne sogar das Blinden, wie heißt das nochmal, das Gehörlosen-Symbol dazu. Für den Fernsehturm Alex? Wie? Das ist der Fernsehturm? Habe ich gelernt. Ich lerne sehr viele. Die verarschen dich, die Gehörlosen. Nein, nein, lass dich doch nicht von Gehörlosen verarschen. Google Bildersuche. Doch, ich schwöre. Ja, ich schwöre. Okay, liebe Jüngere, googelt das mal.
Haben die bestimmt schon. Die sind ja sehr, sehr aufmerksame Zuschauer. Ja, die haben das ja schon längst gesehen, die Folge. Das heißt, die haben das längst gesehen. Habt ihr so eine Leiste unten, wo man auch sowas einblenden kann, so ein Laufband? Ja. Ja, wir haben alles. Also da können jetzt die dann... In deinem Kopf ist auch Werbung für Rasierklingen und so. Geil. Aber mit drei oder mit fünf Klingen? Vier. Ja, geil. Und mit so einem Netzchen drüber? So ein, ja, aber nur so, also zwei... Damit es nicht zu krass, ja. Ja, damit es nicht so sehr so hinter Gittern-mäßig ist. Bevor wir gleich auf die Tattoos kommen, musst du eigentlich als Schwimmlehrerin, oder was heißt musst du, oder achtest du da zum Beispiel drauf, dass du den Kindern nicht so ein falsches Körperbild gibst, was jetzt, ich meine jetzt sowas, was Körperfülle, aber rasierte Beine oder so, also redest du mit denen darüber, weil du bist ja so eine Mami dann wahrscheinlich auch manchmal für die. Ich versuche da gar nicht drüber zu reden. Also ich finde auch immer auch so eine Sache wie, ach guck mal, du hast es ja schon toll gemacht und neben mir sagt irgendwo einer so ganz leise, ja Fett schwimmt oben, finde ich unmöglich. Ja, was machst du dann? Ich gucke erstmal, dass das Kind das nicht mitkriegt, weil ich es unmöglich finde. Ich freue mich dann einfach, dass es das super macht. Und viele sind auch sehr bewegungsfreudig und weiter gehe ich da gar nicht drauf ein. Also ich sage halt nur, wenn ich die haben ja Schwimmgurte, wenn ich die anlege, sage ich manchmal, zieh mal den Bauch ein. Aber ich sage das nie, also sage ich auch bei den dünnen Kindern. Ne? Also, ja, aber jetzt und zum Beispiel Beine rasieren oder sonst irgendwas? Oder was weiß ich? Ja, die sind ja, wieso sollen Fünfjährige sich die Beine rasieren? Ach, Fünfjährige, ach so. Also gut, es sind ja, doch, sind auch andere. Aber ich habe jetzt auch 13-Jährige, wo ich dann auch gucke, dass ich da halt immer... Ja, ich will nicht reinkommen oder ich will nicht aus dem Wasser kommen, weil mein Po ist so dick oder solche Geschichten. Und dann sage ich immer, das ist der absolute Quatsch und so halt. Also ich kann ja beide sein, ich habe ja auch mal 25 Kilo mehr gewogen. Aber später dazu mehr, jetzt bist du dran. Ja, genau. Und ansonsten ist es so, also viele dürfen machen, was sie wollen. Also zum Beispiel hier, das ist eine Peniskrake. Also jetzt bin ich großer Krakenfan. Ich bin großer Penisfan, klingt sehr falsch, aber wieso? Ich habe ja, der Jackie Drinker-Bös hat ja auch einen sehr schönen, was hat er, den Unendlichkeitspenis. Bist du kein Penisfan, kann man das so sagen? Doch, ich bin ein Penis-Tattoo-Fan und ansonsten bin ich ja nicht so breit aufgestellt. Nicht so breit, meine ich aufgestellt. So, zeig mal. Lieber Gatte, wenn du das hörst, sie meint es nicht so. Sie ist halt nur unglücklich formuliert. So. Wenn ich sage, ich bin Penis-Fan, klingt das, als wenn ich so für alles offen wäre. Für seinen Penis. Das machen wir aber privat. So. Jetzt zeige mir erstmal die Peniskrake, die will ich jetzt wissen. Ja, ich habe auch noch mehr. Ich habe auch, das war eins, das wollte der Tätowierer unbedingt tätowieren. Ja, das wollte keiner tätowiert haben. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich das jetzt. Und ich habe natürlich auch den Hokusai hier, den Dream of the Fisherman's Wife, wo also der Krake mit der Lady interagiert. Und ich habe noch mehr Tintenfische. Und das ist dann so, okay, klar, wenn es mit Tintenfischen ist, immer gerne. Warum? Wie kommt das? Ich habe früher mit denen gearbeitet. Ich habe ganz viele... Die haben mir geholfen, beim Spurensuchen. Nee, das war im Biologiestudium. Hast du noch einen Arm frei? Genau. Nee, die sind... nein, mit denen... Ich habe ja im Nebenfach Psychologie gehabt. Und dann haben wir Psychologie sozusagen ein psychologisches Thema gemacht, nämlich wie schnell vergessen Tiere in verschiedenen Lebensstufen, also Schnecken, Würmer... Tintenfische, wie schnell vergessen die etwas, was sie lernen, was ihnen was nützt? Also zum Beispiel, wenn sie einen Trick lernen, ein Gläschen aufmachen, einen roten Punkt anfassen, wie schnell vergessen die das wieder? Ja. Ja. Und das habe ich mit Tintenfischen gemacht. Und den anderen Tieren auch. Und da seitdem mag ich die, weil die sind super. Super intelligent, ne? Kraken halt insbesondere, das sind ja Räuber, ne? Was, acht Gehirne, wie war das? Ja, die haben eigentlich ein zentralisiertes Gehirn, kann man so sagen. Ja. Ne? Aber die sind wirklich... Weil das halt Räuber sind. Das sind Räuber. Ich bin eine Räuber. Du bist auch eine Räuber, ja. Nee, du bist ja nicht so breit aufgestellt. Du bist kein Räuber. Und die... Kommt doch an. Und ich stehle die Herzen. Ja, bist du eine Herzensbrecherin? Nein. Ich versuche nur, möglichst viel Gott zu erzählen. Wenn ich auch was erzählen darf. Erzähl doch mal. Du hast gesagt, ich soll was erzählen. Ich habe gerade... Ja, aber in der kurzen Zeit, die ich habe, sage ich dann auch was. Und dann bist du wieder. Bitte. Nee. Und ansonsten kann jeder machen. Also neulich hat die in Zwickau, auch beim Randy übrigens, der Randy, der mir die 8 hier drauf malen durfte. Für die, den nicht kennen, Randy Engelhardt ist einer der bekanntesten Tätowierer der Welt, weil der angefangen hat, ultra-realistische Sachen zu machen, die einem das Gehirn weggeblasen haben. Also wenn man das erste Mal gesehen hat, war das so wie, das kann ja gar nicht sein. Das ist doch gar keine und, Haut. Genau, und eine von seinen Mitarbeiterinnen, da war ich zufällig mal in Zwickau gerade, die hat dann, wusste jetzt auch nicht so genau, was sie machen soll, ich aber auch nicht. Und jetzt war es so wie, ja, und jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja, mach doch irgendwas. Dann hat einer Steckdose gerufen, weil da halt eine Steckdose an der Wand war. Und dann haben sie gesagt, ja, wir sind im Osten, also eine DDR-Steckdose. Das heißt, ich habe jetzt aus einem der bekanntesten Tätowierstudios der Erde, habe ich eine schwarz-weiße Kritzel-Steckdose auf dem Rücken in dieser Größe. Auf dem Rücken? Ja. Zum wieder aufladen. So an der Seite. Wenn du von so einer krassen Woche... Bist du denn auch mal müde? Also das klingt so...
Klingt ja, so klar. Energetisch und ja, ich mache da das und das und das und das und das klingt irgendwie nach total viel. Ich habe wenig Sozialkontakte, das ist der Trick. Also, das macht. Ja, wo du, wenn du, also so wie jetzt, was normale Leute machen, so, ah, meine Schwester hat Geburtstag, da muss ich aber unbedingt hin. Und dann so, nein, muss ich nicht hin. Ist egal jetzt. Also, so, und dann, das ist, glaube ich, echt, weil viele Leute, die ich kenne, die dann so in soziale Schwierigkeiten kommen, weil die sagen so, nein, die Veranstaltung muss ich aber nehmen, oder da ist die und die Person, da möchte ich mich gerne sehen lassen und dann muss ich mich aber auch jetzt noch gut anziehen und jetzt habe ich aber kein Kleid mehr. Und es ufert maßlos aus. Ich glaube, darüber macht, oder auch Fernseh gucken zum Beispiel, darüber machen sich normale Menschen überhaupt keine Gedanken. Das frisst 9/10 deiner Zeit, so soziale Interaktion, wodurch die Welt nicht besser oder schlechter wird, wenn du die jetzt anders gestaltest. Soziale Anpassungen, also dieses, ja, da muss ich dann aber so und so sein, wenn ich dann schon hingehe. Und dieses, jetzt gucken wir die Sendung halt mit den Nazis oder den Tieren oder dem, was auch immer da gerade läuft, ist ja auch eigentlich auch egal. Und das mache ich ja alles nicht. Das spart unendlich viel Zeit, wirklich. Okay, aber kriegst du da auch manchmal, sag ich mal, wenn jetzt deine Schwester dann heiratet und du gehst einfach nicht hin, kriegst du da nicht... Ist egal, meine Eltern waren nicht bei meiner letzten Hochzeit, ist mir egal. Die haben gesagt, Marc, echt ohne Scheiß, ey, da haben wir jetzt gerade keinen Bock zu. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch egal, dann gehen wir halt hinterher einen trinken, ist doch wurscht. Also es wird doch nicht besser oder schlechter, ob wir jetzt an dem Tag zu dieser Zeit jetzt den Sekt trinken oder 5 Tage später woanders. Also die sind da auch entspannt oder kommt das eher durch dieses Ambivalente, dass du es auch so machst? Oder wollten die jetzt auswischen und du hast es vielleicht nicht gemerkt? Ja, aber selbst wenn, das wäre mir auch egal. Also wenn weil da ich ja gar nicht in solchen sozialen Kategorien denke, kannst du mir dadurch ja gar keinen auswischen, weil ich sehe ja das Gute da drin. Ja, ich sage dann so, ah, voll cool, die machen ihr Ding, voll geil. Also ich sehe das ja nur positiv. Okay. kannst du mich ja gar nicht mit ärgern. Ich freue mich ja eher für die, dass sie was Wichtigeres zu tun haben. Nee, dass sie das tun, was sie möchten. Was sie möchten. Und das ist das Wichtigste. Also. Okay. Das klingt ein bisschen, als wenn du sehr... Nein, das klingt jetzt negativ, wenn ich das sage. Du darfst es ruhig negativ sagen. Als wenn du sehr viele Gefühle auch zurücknimmst. Also du einmal ja im Umgang mit den Leichen, mit den Angehörigen, dann im Umgang mit der eigenen Familie, dass du das Soziale ausblendest, hat ja auch was mit Gefühlen zu tun. Man fühlt sich ja zum Beispiel schlecht, wenn man irgendwo nicht hingeht. Also, ja genau, das habe ich aber nicht. Bist du grundsätzlich nicht so der emotionale Typ? Doch, weil, ach, ich muss immer hier, meine Frau lacht ja schon mal tot, weil ich im Kino immer heulen muss, hier nur zuletzt bei X-Men schon wieder oder so. Dann alle so, keiner, also niemand versteht jetzt, was daran jetzt, also es war einfach, weil am Ende wieder das Haus aufgebaut wurde die School of Gifted Youngsters. Und ja, gut, da lachen mich alle ständig aus, also so ist es jetzt nicht, aber es ist vielleicht etwas verlagert bei mir, so würde ich mal sagen. Okay, interessant. Bist du denn auch romantisch, so mit deiner Frau? Oder? Schatz, bin ich romantisch? Manchmal. Wie denn? Wie denn? Schön. Was kaufst du, Blumen? Indem ich manchmal Blumen kaufe. Ja, Beweis. Beweis Stück A. Läuft. Läuft bei dir. Sehr gut. Ja, ich finde das alles sehr interessant. Wir können eigentlich noch stundenlang quatschen. Meine Frau weiß leider nicht, was romantisch ist, deswegen hat sie das mit den Blumen, das hat sie wahrscheinlich jetzt irgendwo schnell nachgeguckt. Schon nachgelegt. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Lang genug, aber das ist nicht ihr Charakterzug irgendwie. Schatz, was ist denn Romantik für dich? Ja, weißt du. Genau, du bist hier im Interview. Er versucht auch ständig, mich Sachen zu fragen. Also, du versuchst auszuweichen, was jetzt langsam mega. Mega. Wenn wir beide zusammen auf dem Balkon stehen und einfach nur das Vogelgezwitscher anhören. Stimmt, das ist schön. Da hast du recht, das haben wir gestern gemacht, das stimmt. Ja. Und also es gibt auch ruhige Momente im Leben eines Dr. Magnus. Massenhaft, also allein die Zeiten im Fahrradabteil, also da kannst du halt nicht richtig arbeiten. Du hast ja häufig kein Netz, also Niedersachsen, Brandenburg, da kannst du vergessen, da ist kein Netz im Zug. Ja. Und dann musst du halt das machen, was du machen kannst. Also Texte editieren oder so, aber das ist für mich ja angenehm, das ist friedlich für mich. Also da konzentriere ich mich, das macht mir Spaß, alles schön. Wirst du denn häufig erkannt unterwegs? Mittelhäufig. Also es ist so, es hängt auch immer davon ab, was gerade jetzt im Fernsehen. Jetzt ist ja gerade wieder ganz viel, weil sie uralte, 20 Jahre alte Folgen von Medical Detectives verwursten, aber viele Leute, also jetzt gerade in Köln wirst du eh nicht so angelabert, weil in Köln war jeder schon 10-mal im Fernsehen. Jeder, ne? Also wirklich einfach jeder. Und sei es nur als Statist bei der Lindenstraße. Deswegen ist da sowieso egal. Mhm. Und wir sind ja gerade in Köln, das ist also gut. Dann in Berlin ist es eher so, dass die meisten Leute. Die erkennen das vielleicht, aber dann sagen die entweder gar nichts oder es ist eher so lustig, so dass dann am Cottbuser Tor oder so kommen dann halt also wirklich coolen Türkenkinder, meine ich jetzt positiv, kommen halt dann so, ich hab dich gesehen und ich so, verwechselst du mich vielleicht? Und die so, ne, du bist doch der mit den Fliegen. Und ich so, ey, tatsächlich, ey, der meint wirklich mich. Der weil man denkt vielleicht, die denken, ja,
meinen jetzt Christoph Maria Herbst oder irgendwen anders, der kurze schwarze Haare hat. So ein bisschen, ja, könnte sein. Ja, wir werden öfter verwechselt in Restaurants, ja. Also, ist das gut oder schlecht? Ist egal. So lustig. Kannst du damit was? Ja, also wir haben beide darüber sehr gelacht. Okay. Also, ja. Ihr kennt euch auch, oder? Ja, wir haben mal zusammen für Hit, wir haben so eine gefakte Talkshow gemacht für Er ist wieder da. Das ist Bonusmaterial für die DVD und für die Blu-ray, ja. Wo Hitler reinkommt. Das haben wir zusammen gemacht und das war echt krass. Also das war wirklich krass. Also da waren natürlich ein paar Zuschauer eingeweiht, aber ganz wenige nur. Und da hat keiner was gesagt. Also hinterher wurden die Zuschauer interviewt. Was sagen sie denn jetzt, dass jetzt Hitler in der Talkshow war und so? Und da alle so, ja, krass. Und dann so, was meinen Sie, Hitler in der Talkshow 2015? Ja. Also, ja, ja, könnte ja sein, ne? Und dann so, wie, weil wir hatten den vorher erzählt, also einer, so ein Esoteriker, der war aber echt, der glaubt das wirklich, der hat gesagt, wenn man in der reptiloiden Hohlerde lebt, könnte es sein, dass man nicht altert. Und wenn die Nazis da hingegangen sind, wären sie halt nicht gealtert. Mhm. Und so, und, aber man denkt halt, dass irgendwie, irgendeine Form von Protest, Gelächter, irgendwas kommt, nichts. Könnt ihr euch angucken. Einfach so hingenommen. Die meisten haben es echt hingenommen. Jeder andere Politiker auf einmal aufgetaucht wäre oder was? Ja, so wie, ja, kann ja sein. Passieren ja alle möglichen verrückten Sachen. Das war unglaublich. Also, und da das haben wir zusammen. Wie kann es eigentlich, dass du so, ja, ich sag mal, ins Rampenlicht gekommen bist oder überhaupt in die Medien? Was war das Erste, dass du so ein Fernsehinterview oder irgendwas gegeben hast? Weiß ich nicht, aber da kann ich mich erinnern. Aber es liegt auf jeden Fall an, halt an Köln. Köln ist eine Medienstadt. Und ich habe schon immer Sachen gerne erklärt, das habe ich schon immer gerne gemacht, das mache ich auch jetzt noch. Ich habe ja Kinderbücher für ganz kleine Kinder und Experimentierbücher für Jugendliche und alles so. Und ich mache Veranstaltungen für Leute, die, das ist jetzt freundlich gemeint, die nicht gut lesen oder schreiben können oder so, das ist nicht, oder super traumatisierte Kinder, die in der Psychiatrie sind und sich nicht konzentrieren können wegen den Traumastörungen und Höchstbegabte, die sich auch oft nicht gut konzentrieren können, weil sie tausend Sachen gleichzeitig machen. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht, deswegen war das weil die meisten Kollegen haben keinen Bock, mit der Presse zu reden und dann sind die halt zu mir gekommen und so kam das. Das ist die Seite mit Fernsehen und so. Und das andere ist Radio, die haben einfach mal rotzig gesagt, in Berlin, da ist gerade da wurden zwei Sender zusammengeschlossen, öffentlich-rechtliche, aus Berlin und aus Brandenburg und dann haben die irgendein Interview zu Spaßnobelpreisen gemacht und dann habe ich gesagt, am Ende, ich könnte, aber wenn ihr wollt, wir haben noch ganz viel von so lustigen Wissenschaftsthemen. Und dann haben die gesagt, ach ja, wie viele denn? Dann habe ich gesagt, ja, hunderte. Ne? Und dann kam da tatsächlich eine E-Mail ein bisschen später und dann haben die gesagt, also falls das jetzt ernst meinst, lass uns das mal ausprobieren. Du hast ja wöchentlich eine Show, oder? Ja, genau. Ja. Ich habe seit 16 Jahren jetzt, habe ich jeden Samstagmorgen leider eine öffentlich-rechtliche Radiosendung. Oh, früh aufstehen. Ja, super scheiße und leider auch oft sonntags. Also das ist wirklich... Oh, ein Fluch, aber gleichzeitig auch ein Segen, weil es natürlich dazu führt, dass dann die Sendung hören, also da sind jetzt schon zwei Generationen Leute mit aufgewachsen. Ne? Also es gibt jetzt junge Journalistinnen und Journalisten, die sagen so, ja, wir haben als Jugendliche oder so als Kinder die Sendung gehört. Also, bin ich schon so alt? Ja. Verdammt. Was sind denn so deine nächsten Pläne? Du lässt einfach auf dich zukommen. Ich muss jetzt eine Durchsicht für das Buch, was im Herbst rauskommt, so... Marc Benecke als Indiana Jones hat der Verlag das so ein bisschen gemacht. So. Ist aber auch wirklich so. Da bin ich durch die ganze Welt gereist und habe dann irgendwelche Kriminalfälle oder Leichenfälle bearbeitet. Mhm. Das muss ich jetzt durchgucken. Ja, das mache ich jetzt gleich. Ja. Das machst du jetzt gleich fertig? Ja, muss ich jetzt gleich, ja. Muss ich heute bis heute 17 Uhr oder weiß ich nicht wann. Echt? Oh. Ja, oder 18 Uhr oder was auch immer. Dann sollten wir dich gleich mal wieder in Ruhe lassen. Nee, ich wollte dich noch Problem. Fragen, was, wenn du so ad hoc was sagen kannst, was so das Coolste ist, was du mal gemacht hast. Also, was dir am meisten Spaß gemacht, hast du da eine? Nee, ist alles gut. Alles super, gut? Ja. Ja. Also, man kann es auch nie wissen. Also, du manchmal hast du jetzt zum Beispiel im Dezember arbeite ich in Mexiko mit den Kollegen aus Peru. Und könnte sau cool sein, kann aber auch nicht sein. Also ich habe auch schon Tagungen erlebt, wo man so denkt, so, wow, das ist ja voll, das ist interessant. Wo dann einfach sehr viel so, zum Beispiel dann muss der Militärgouverneur eine Rede halten, natürlich in irgendeiner Sprache, die kein Mensch versteht. Also besonders ein Problem, wenn die Dialekt sprechen zum Beispiel. Ne? Denn, also Spanisch kann man so, sich noch ein bisschen nach vielen Jahren so zusammentüfteln, aber nicht, wenn die jetzt irgendeinen harten Dialekt sprechen. Ja. Und dann muss der örtliche Bürgermeister noch was sagen und dann noch der Vizechef der Polizei. Ja. Und dann fragt sich irgendwann, ey Leute, euch ist aber schon klar, dass hier 3/4 der Leute 9 Stunden im Flugzeug gesessen haben, um hier hinzukommen. Aber es kann auch oft super geil werden. Also es passieren die beklopptesten Sachen, natürlich auch im Alltag. Also es kann jetzt auch in 5 Minuten was Lustiges passieren, so meine ich das jetzt nicht. Aber ich will nur sagen, man kann nicht abschätzen, ob was passiert. Ja. Zum Beispiel in Mexiko, als ich das letzte Mal da gearbeitet habe,
da kam dann auf einmal so eine Mariachi-Band und ich kannte das Prinzip aber nicht. Ich wusste nicht, ich kannte die Musik, aber ich hatte das Prinzip nicht verstanden. Und das war halt total verrückt. Oder was sehr, sehr oft in anderen Ländern auch passiert ist, man isst irgendwas, erzählt das und dann ist der ganze Raum leise und guckt einen an und dann so, was ist denn jetzt los? Weil das halt Essen ist, was man nicht macht. Zum Beispiel in den Philippinen, da habe ich halt am Slum gewohnt. Und da haben die essen die Leute halt nur geröstete Hühnerdärme oder so Mehlkügelchen, die so an so Fischwasser, wo früher Fische drin gekocht sind. Und da war ich noch nicht vegan, ne? Das ist schon über 20 Jahre her. Ja. Und dann habe ich das erzählt, dann habe ich gesagt, ja, und ich kannte halt die Namen, nur die philippinischen Namen davon, ne? Und dann haben die mich angeguckt und das konnten die nicht verstehen, ne? Weil das ist Dreck, das ist wie als ob du in Deutschland Schlamm und Pfützenwasser isst und trinkst. Ja. Ne? Und solche Sachen sind aber irgendwie interessant, weil dann einerseits sind die oft sehr arm, andererseits sind die aber viel mehr Etepetete als die Leute, die ich in Deutschland kenne, weil denen das so wichtig ist, sich abzugrenzen von dem, ganz arm, von dem, der im Slum lebt. Ne? Ja. Also ich habe vielleicht wenig Geld und ich habe Studierende gehabt in Kolumbien, die haben keine Wohnungseinrichtung gehabt. Die hatten eine kleine Wohnung und da stand ein Tisch und ein Stuhl drin. Und ich so, ja, hä, du wolltest mir doch deine Wohnung zeigen. Und die so, da ist die Wohnung. Also kein Kleiderschrank, nichts. Und so, okay. Aber wenigstens essen sie keine Schlammkügelchen. Genau, und dann ist natürlich die Tendenz, sich da stark abzugrenzen davon, ist natürlich viel stärker. Und du lernst immer was. Aber auch so, was die Flo gerade sagte, wenn du auf den Balkon gehst, zum Beispiel hört sich jetzt vielleicht doof an, aber hier ist eine neue Vogelart. Der singt anders. Ich habe keine Ahnung. Wie singt der denn? Ja, kann ich nachmachen. Der macht zwischendurch einen anderen Triller als die Amsel. Macht er so chip, 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 chip. Ja, das ist eher eine Amsel jetzt. Das ist der Buchfink. Ach so. Ich rausgefunden. Sind hier Buchfinken? In Recherche zu dem Tattoo habe ich das rausgefunden. Ich darf dich ja nichts fragen, aber ja. Ist das ein Buchfink? Erzähl ich dir später. Ja, nein. Es könnte ein Buchfink sein, Schatz. Wir finden das gleich raus. Ja. Und die Welt ist voller guter Sachen. Und es ist, also wenn du das Konzept hast, was ist das Coolste, was dir je passiert ist, was ist das Verrückteste, was dir passieren wird, worauf freust du dich, dann hast du meiner Meinung nach hast es nicht verstanden. Weil dann wertest du ja sozusagen, wie viel jetzt gerade das, was für ein Gewicht das hat, wenn du meinetwegen, zum Beispiel, wenn dieser Tanker reinkommt, ich freue mich einfach, dann komme ich vorbei und bringt mir da dieses geheime Gerät. Ich bin gespannt, was dein Geschenk ist. Ach so. Ja, machen wir gleich. Nein, das ist doch nicht. Jetzt nicht, dass das geheim ist. Es sind Süßigkeiten. Ich esse ich zwar gar nicht. Ja, eben Gelatine, ne? Ja, esse ich nicht, hier kannst du haben. Nee, ich esse auch keinen. Das ist ein Stick. Ist halt überhaupt kein Geschenk, ist mein eigener Stick. Verdammt! So viel dazu. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zu dem Geschenk. Vielen Dank. Nee, aber das ist trotzdem super. Also das ist alles super. Also ich glaube, wenn du eine Sache lernen kannst aus dem ganzen Wahnsinn, Gewalt, schöne Dinge, Vögel, Tattoos, verrückte Veranstaltungen, ist das, wenn du den kindlichen Blick dafür bewahrst, kannst du Kriminalfälle besser lösen. Klar, weil dann siehst du halt, Mama, warum liegt da ein Euro-Stück? Und dann so, weil eine Kasse runtergefallen ist. Und dann so, oh, Moment mal, das ist ja gar kein 1-Euro-Stück, was jetzt im Umlauf ist. Ja, das ist irgendwie, das kann gar nicht in der Kasse gelegen haben, weil das überhaupt nicht im Umlauf ist. Das erscheint erst morgen. Das wird erst morgen versendet, das erste Mal oder so. Muss das wohl jemand sein, der in der Firma arbeitet, wo die hergestellt werden? Und so, man denkt jetzt im Krimi, das würde irgendwie, da wäre so ein rosa Pfeil, der würde da drauf zeigen. Das ist aber nicht so, sondern ja, das ist du musst, ja, nee, du musst alles spannend finden. Ja. Alle. Und dann ist halt auch das ganze Leben interessant. Also, und dann ist es auch egal, ob es jetzt mal traurig, gewalttätig, mörderisch, beschissen, ungerecht oder sonst was ist, weil das gehört ja jeder zu. Es hat ja keiner gesagt, dass das immer die Einhorn-Sternchen regnet. Ja, ne? Das stimmt. Ja. Das finde ich eigentlich, will ich dir schon lange noch zuhören, aber ich finde das ein sehr schönes Schlusswort gerade. Es sei denn, du möchtest noch was Bestimmtes erzählen, was ich vergessen habe zu fragen oder eine Frage, die du noch nie gefragt wurdest und immer mal beantwortet. Die kenne ich noch nicht. Du brauchst mal nicht gucken, das ist nur Unterstützung, unterstützende Gestik. Ich wollte ein bisschen globaler werden. Also, dass weil du gut nachdenkst, ja, dass du gut nachdenkst, auch die Gesamtheit siehst der Dinge. Ja, aber ja, ich darf dich ja nicht fragen. Ja, du darfst mich danach, dann darfst du mich alles fragen. Nee, dann habe ich keine Fragen mehr. Dann hast du keine Fragen mehr. Dann, dann haben wir beide keine Fragen mehr. Alles klar. Ich würde dich gerne umarmen, aber hier ist so dieser Tisch dazu. Ich komme mal rüber. Wir machen einen guten Move. Ja, wir können so eine Hand bewegen. Oh. Vielen Dank fürs Interview. Sehr, sehr gerne. Kamera läuft. Hallo, Omi. Komm mal rein.
Weil hinter den Kulissen von Paris ist das Leben noch einmal so süß. Ich war jetzt zweimal da, aber ich weiß nicht, ob ich schon hinter die Kulissen es geschafft habe. Offensichtlich nicht. Weg. Wie macht man das denn jetzt? Wie fühlt man das? Ja, weiß ich nicht. KS. So, erstmal hier so ein bisschen. Ja. Wo warst du zu? Ficken. Oh, Entschuldigung, ich meinte hoppla, Verkehr. Verkehr. Den kannte ich auch noch nicht. Dein Gatte. Ein dein Gatte. Schatz. Wie darf man das? Super sein. Vielleicht so. Ja, wir müssen, haben wir die richtige Hand genommen? Ja, die Zwillingshand. Ja, wir haben nämlich eine Zwillingshand. Jetzt können wir es doch eigentlich mal verraten. Also, in Wirklichkeit sind wir eineige Zwillinge und bei der Geburt getrennt worden. Ja, so, aber wir haben uns so lange nicht gesehen, deswegen müssen wir nicht mehr sehen. Deswegen sehen wir auch ein bisschen verschieden aus. Tschüss.